Ich bin ja total zum Hirn verdreht. Leute, wir sind in Division 2. Herzlich willkommen zurück zu Ultimate Team. Wir hatten im Pack-Opening ehrlich gesagt nur Pech. Aber mein Trainer! Ja, wir hatten uns gedacht, wenn wir schon nichts aus dem Pack-Opening rausbekommen haben, haben wir uns wenigstens einen neuen Trainer geholt, der nämlich einfach für unsere... Den Roberto Di Matteo. Der für unsere Aufstellung angepasst ist, deswegen, damit die Chemie steigt. Und das ist ja auch einfach mal um 10 Punkte und deswegen 58 ist besser als 48. Aber jetzt wird's bestimmt schon hart. Teddy BFC, der wird uns weghauen. Ich habe auch schneller passen gedrückt. Ja, jetzt weißt du mal, wie es mir oft geht. Ich drücke mich auch immer schon, es passiert nichts. Tun wir nicht immer so, als wenn man alles so selbstverständlich. Natürlich. Was ist hier los? Also das war schon ganz schön am Bomben. Das ist eine Frechheit. Wie darf denn der reingehen? Ja, feier dich gerade so, als hättest du ins Traumtor geschossen. Ich mach dich und deine Sippe. Rott dich alle aus. Tun wir doch schnell. Rückraum. Den seh ich. Schieß doch. Und hoch. Normal, das war ja Weltklasse. Ja, du schießt doch. Zurück nochmal. Was jetzt? Elfmeter? Das ist unser erster Elfmeter. Premiere und keiner weiß nicht so. Ja, schießt, oh mein Gott. Ich sag's nur. Ja, das sollte man dann in Zukunft einfach mir überlassen. Ja, kann ich was dafür, dass ich den schießen muss, sondern mit dem Player wechseln oder was? Ja, einfach mir den Player in die Hand drücken. Weck mich. Kann nicht sein, dass jetzt ein Spiel übelst geil waren, dann beim anderen war es abgebrochen. Du machst doch mal einen Käse hier! Alter! Und bitte! Schieß es! Bitte! Wo schießt denn der hin? Hast du meine Steuerung verändert oder was? Ja. Ach, da kann ich ja jetzt echt... Ja, ich sag ja nichts. Schieß das Ding nach Pakistan. Ich sag ja nur, ach du Kacke. Das finde ich ja schon ganz schön traurig, ey. Das war fast geklärt. Dachte wenigstens noch, dass du noch einer... Oh, war das geil gemacht und dann schießt er uns aus. Dachte, dass da wenigstens noch einer dran gewesen wäre, aber... Das war richtig gut! Abseits, natürlich ist es abseits. Leider. Der hasselt und dann schießt er leider zu weit vorn. Oh, bitte mach ihn doch! Das kann doch nicht wahr sein. Also hier. Den musst du annehmen! Den schießen die bei FIFA nie rein, das weiß man aber. Aber das ist Pestgewohnheit. Ja. Pest hauen die da mit 300 Kameras. Ja, natürlich machen die den da rein. Zwei individuelle Fehler, beide von mir. Das ist dann wohl ein zweites Mal Zeit. Ende zweite Hälfte, gute Chancen jetzt. Wir sind noch im Game. Jetzt haben ja, aufgeben darf man auf gar keinen Fall. Los, gewinnt! Nicht mit mir mitlaufen. Ja, ich gehe schon hier außen. Wir machen selber halt dann. Ja. Brauchst du zu lange. Oh, bin immer zu verliebt. Wahnsinn, ey. Du machst das so lecker. Und es fällt mir nicht zu gehen können. Ja, natürlich, das ist natürlich dann meine Schuld. Weil du ihn annimmst! Das ist doch nicht meine Schuld! Ja, das haben wir auch gerade nicht gesagt. Ja, das ist ja, warum hat er den denn angenommen? Ja, einfach da muss man schießen drücken. Da darf man gar nicht erst überlegen, ob ich ihn annehme. 5 Meter vom eigenen Tor. Ich könnte brechen, was ist denn das für ein Lackschwein? Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Warum ist denn Dante? Warum ein Modric gegen Dante? Jeder Schuss ein Treffer. Der macht einmal einen Angriff und der ist nicht. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe den so gut gedeckt. Warum springt denn dann Dante nicht hoch? Oh Mann, ey. Ja klar, der kommt durch. Klar, jeder Schuss ein Tor.
Das ist lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Ja, und das müssen wir uns doch nicht noch 10.000 Mal angucken, als wäre es das beste Tor der Geschichte. Ein Lappen. Ach du Scheiße, ey, was schießen die denn heute daneben? Wie gut wollen sie die Bälle noch haben? Boah, Alter. Mikuli. Also Mikuli hat irgendwas geraucht, habe ich das Gefühl. Ohne Witz, also was der Mikuli in den letzten Spielen zeigt, ist nicht schön. Der kommt dann echt bald mal hier, der Soldado, weil der trifft ja bei dem, der trifft ja wie immer Gott. 5-0 ist es auch nicht gewesen, also spielverlaufstechnisch bisschen überzogen. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, bei ihm ist jeder Schuss ein Tor. Das war nicht so ein guter Einstieg in Division 2. Ja. Gegen einen, der ein Regensburg-Logo hat. Aber Paris-Trikot. Aber ein Paris-Trikot. Das wird interessant jetzt. Endlich mal wieder daheim. TSV... Ach du Scheiße. Nee, jetzt brauchst du dich ja nicht mehr wundern. Die haben jetzt alle langsam gute Spieler. Dieser Freund, warum jetzt auf dem Markt? Also der ist gut. Den würde ich nachher auch gerne mal haben. Ja, jetzt schauen wir mal, was er hier gegen uns zeigt. Guck dann mal nachher, was der so halt Bundesliga-Team. Mit Klose! Der konnte nicht so viel. Aber der hat Tim Wiese im Tor. Ja. Ja, eigentlich müssen wir die Tore machen. Eigentlich müssen wir ihm was einschenken, gell? Ja. So, Freunde der Nacht. Mörderl! Ja, Kopfbälle brauchen wir eigentlich versuchen gegen Nazi-Sacker und Miet. Jawohl, jawohl, jawohl! Achso! Ah, warte, ich war abseits! Warum schießt er denn nicht? Ich kapier's! Er lässt den Ball an sich vorbeirollen. Ey, denn Mikuli... Warte, Mikuli ist doch alt und dement. Warte, Mikuli, Alter, ja, ja, kriegst den Ball perfekt serviert und nimmt ihn nicht. Und dann kriegst du einen anderen, der kann keinen Druck mehr in den Ball bringen. Ist das krass, ey. Was ist denn los mit dem Mikuli? Ey, der kriegt bald mal eine Pause. Na, es tut mir leid, das kann ja wohl nicht wahr sein. Leid mit Depression. Ja, merke ich. Sicher, das ist der Fall wieder vor. Das ist nicht etwas, das Mikuli ist da ganz zu nehmen lassen. Ach so! Was das? Ja, kriegst du einen Pass in die Mitte, was da bitte rein? Mikuli. Mikuli trifft das Tor nicht mehr. Unglaublich. Das gibt's ja gar nicht. Was ist mit dem Mikuli los? Hat sein Tor wieder zu Hause gelassen. Und das Spiel voll unter Kontrolle. Weltklasse! Oh! Ja, schießen konnte nicht. Ja, ich weiß. Und Witz, der kriegt Ball einfach mal eine Auszeit. Und in der Mitte. Und bitte. Das soll hallo nicht sein! Alter, bolzt das Ding an die Latte! Jetzt reicht's mir aber langsam! Keine Tore mehr! Krieg zu viel! Hurensohn. Schiri war schon wieder am Feld. Ja. Nee, nicht das bei uns manchmal ein bisschen komisch. Ja, er ist immer ganz schön aktiv, könnte man sagen. Und du irgendwie trittst du zum Tanz drüben. Das mag ich, das mag ich. Und dann eine Chance. Wieder Kopfball. Ah, oh, Mann, ey. Wir dominieren das Spiel, aber wir kriegen nichts mehr rein. Jetzt wären wir tot im Abschluss. Ich nehme jetzt eine Auswechslung vor, mir reicht. Mit Soldaten von Mikuli. Bundesliga, ahoi. Wir bringen Soldado. Soldado, der muss jetzt was reißen. Komm jetzt. Es gibt's. Mach den rein. Ja. Endlich. Oh, mein, das ist aber auch verdient. War wieder der erste Schuss nicht drin. Ja, ach, du liebe Zeit. Hab ich wieder lecker ausgetanzt. So. Ja, diesmal kam der Pass gerade noch. Also war auch schon ganz schön gedauert. Du. Ja, ich bin immer so kurz überwältigt. Ja, 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 schön. Ja. Immer nur am Dissen der Team. Ja, jetzt mach, ich bin im scheiß Pass. Mach ich doch schon. Mach lieber das Tor, ich bin im Abseits. Yes.
Silva, Doppelpack. Mein Gott, wir können es ja doch noch, ausgerechnet der Silva jetzt. Ja, gell? Jetzt heute trifft er komplett anders. Das ist scheißegal. Und weiter Vollgas jetzt. Und was kommt in die Mitte? Oder auch nicht? Ja, doch! Ja, nee, dann halt nicht. Warte, ja, er ist einfach angenommen. Ab. War doch absolut in Ordnung. Ja, aber wieder zu spät, wo ich da nicht mit rechne. Ich dachte, du spielst mit Clay Reus in den Lauf, weil da habe ich Tempo, da kann ich auch hart schießen. Ja, dann weißt du mal, wie es mir aufgeht. Ach, laber doch nicht rum, ich mache immer die richtigen Pässe. Ja. Torwart. Nein, er fährt ihn genau in die Mitte. Das gibt sich ja, hat wieder eine scheiß Chance. Was ist denn das für ein Pfosten, der Spieler? Doch den jetzt in die Mitte da. Krise. Der Spieler in der Mitte. Na, wo soll ich denn hin? Ja, jetzt geh. Da, lauf, komm. Ja, da lege ich doch nicht nochmal 2 cm neben dich. Das ist doch Knetsch. Doch, jetzt komm. Bisschen abseits. Da lege ich doch nicht den Pass nochmal quer. Wenn du einen Zentimeter neben mir stehst, ist es doch Quatsch. Ja, dessen Reus wieder so verzerrt, da kann ich echt nichts dafür. Er schießt das Ding rein! Ja! Mann, ey! Machen es halt die anderen, oder? Du lässt das nicht springen, ja. Du kleiner Fisch. Nein, Angie, nee. Meine Fresse, ey! Ich muss hier aufs Maul geflogen. Jetzt konzentrier dich. Noch haben wir das Ding nicht gewonnen. Jetzt wechselst du seinen Verteidiger aus, weil ich gegenseitig umrennen will. Jetzt mach hin oder geh raus. Na, du Schwein. So, jetzt geht's weiter. Konzentrier dich mal rüber. Attacke. Jawohl. Was ist denn? Elfmeter. Elfmeter für was? Für nichts. Jetzt schieß ich aber. Oh, das kann ich. Gib mal. Warte erstmal, vielleicht bis auf. Er schießt immer der Gefaulte. Ja. Soldado! Oh, ich weiß nicht, ob ich mit dem kann, aber egal. Jetzt komm ich nicht hin. Wenn ich was kann, dann erkenne ich das. Ach so, das ist ja rot. Aber wie geil ich den ausgetanzt habe, ey. Jo. Wie geil ich den ausgetanzt habe. Mensch, rot für Merte. Alter, wie ich den ausgetrickst habe, das war richtig nett. Und dann rollt der den um, ey. Stell, da hätte ich durchgehen können, dann wäre er ganz hinten Treffer gewesen. Und dann darf ich den sogar schießen, guck mal. Mit wem denn? Mit Soldado? Was habe ich noch so im Angebot? Alter, quatsch nicht so viel, schieß den Freistoß. Nein! Oh, okay, das war gut. Das war ja überrannt! Scheiße. Ja, aber dann die driften eigentlich. Ach, so nice. Ja, ich wollte eigentlich wechseln, hab dann losgelassen. Ach, der Kacke. Ja, das ist super, wenn du mal hochspringen willst. Da musst du mal richtig cool drinnen. Jetzt geht's aber los, ey. Gott! Gelb-Rot. Er ist aber zu 9. Es gibt auch einen schönen Punktabzug für ihn. Oh ja. Und dann im nächsten Spiel vor allem spielen ihm 2 wichtige Leute. Ich würde gerne ein paar Strafen. Du darfst ja. Ist das überragend, ey. Ich mach jetzt. Ui. Ja, ich pass auf. Ja. Soldado hat sein Tor gekriegt. Wir haben 4-2 gewonnen und das Ding schön gedreht. Ist doch alles in bester Ordnung.